Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute habe ich einen Mini-FIFA-Talk für euch vorbereitet. Das heißt, wir reden heute über drei sehr interessante Themen rund um FIFA 18. Falls ihr FIFA-Talks öfter sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ja, Freunde, ich habe ja jetzt dann in der nächsten Woche ein Trainingslager in der Türkei. Das heißt, ich bin für eine Woche nicht da. Ich habe dafür erstmal ein Video vorproduziert. Ich muss schauen, dass ich da jetzt noch irgendwie das ein oder andere Video schaffe. Ansonsten werde ich vielleicht live streamen mit dem Handy aus der Türkei. Keine Ahnung. Mal schauen. Wir werden das ganz spontan machen. Ansonsten gibt es nächste Woche leider nur ein Video. Das liegt dann eben daran, dass ich in der Türkei bin. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich auch noch ein paar Videos. Ich gebe einfach mal mein Bestes. Und wir gehen jetzt auch direkt rein schon ins allererste Thema. Und zwar, ja, geht es hier um den FIFA 18 Kalender. Ich denke mal, die Hälfte oder so von euch dürfte das schon kennen. Auf jeden Fall gibt es so einen Kalender im Internet und dort sind einfach die wichtigsten Daten, die wichtigsten Informationen zu bestimmten Events in FIFA 18 eben hier angegeben. Teilweise halt schon fixiert und teilweise halt noch nicht. Also hier zum Beispiel, das ist alles schon passiert. Wenn wir da jetzt reingehen in den Februar, dann sehen wir, dass diese Seite dachte, dass am 9. Februar das Lunar New Year startet, wird aber wahrscheinlich am 16. Februar starten, also eben genau morgen, wenn ich dieses Video am Donnerstag schon rausbringen kann. Und ja, dann sieht man hier zum Beispiel eben, dass vielleicht auch an dem Freitag dann noch die Rating Refreshes kommen. Das muss ja jetzt langsam passieren. Ja, das sind einfach die Spieler-Upgrades. Dann eben hier mit den ganzen anderen Ligen, Rest of the World ist das dann eben, also das wären zum Beispiel dann die anderen Ligen, wie zum Beispiel österreichische Liga oder so. Dann 16.3. ist vielleicht St. Patrick's Day und da geht es eben dann weiter, ja, mit Foot Birthday vielleicht am 30. Vielleicht aber auch nicht. Es ist schwer zu sagen, ob diese Daten wirklich stimmen, aber es stimmt halt so um die Woche genau, würde ich sagen. Also dann wisst ihr, dass du um den 30.3. eben zum Beispiel dieses 9 Jahre Foot Birthday rauskommt und dann habt ihr so ein gewisses Gefühl dafür, wann das nächste Event kommt, wann was schon war und was eben, wie gesagt, kommt und wann es eben ungefähr kommt. Diese ganzen FIFA-Events, also diese Cups da, die sind natürlich fixiert, da ist da dann das Finale und ansonsten, ja, sind da eben dann noch zum Beispiel Footies dabei, dann Team of the Season natürlich, noch Transfers und so weiter und so fort. Schaut euch das Ganze einfach mal an. Ich habe es euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Wir gehen auch schon rein ins nächste Thema und dabei geht es um diese Frage, wenn man sich einen Spieler kauft, ob der dann auch gut ist oder ob er eben nicht so gut ist. Und das will man natürlich im Vorhinein wissen, bevor man sich den Spieler kauft, denn man muss ja immer 5% EA-Gebühren zahlen und das will man natürlich dann nicht. Also wenn man sich den Spieler kauft, dann sollte der dann ja auch gut sein. Ja? Und da muss man sich natürlich viele Meinungen einholen, ob dieser Spieler eben gut ist, was halten die anderen davon und so. Und das ist natürlich oft schwierig, deswegen gibt es halt YouTuber, die Player Reviews machen. Player Reviews sind Videos zu einem einzelnen Spieler und dort wird der Spieler einfach getestet und genauestens beobachtet von dem YouTuber eben, der das macht. Und da möchte ich euch einfach den Kanal vom Shenya jetzt mal zeigen, weil der macht in letzter Zeit verdammt viele Player Reviews und die finde ich echt gut. Die sind sehr, sehr ausführlich, aber wenn ihr euch wirklich interessiert für den Spieler und wenn ihr eben zum Beispiel jetzt bei einem Batshuayi Wants to Watch oder so eben nicht diese 5% EA-Gebühren zahlen wollt, weil ihr den eben kauft und ihn dann wieder verkauft, weil er euch doch nicht gefallen hat, dann gönnt ihr euch einfach mal das Video kurz, schaut euch die wichtigsten Stellen an und am Ende auch noch das Fazit, das ist auch ganz wichtig, denn dort wird nochmal alles zusammengefasst, also falls ihr keine Zeit habt, einfach das Fazit anschauen und dann wisst ihr eben, ob der Spieler gut ist oder ob er nicht gut ist. Zum Beispiel Yashin, die Legende, können wir hier sehen, war kompletter Abschaum, ja, hat er auch gesagt, der Shenya, und das ist einfach komplett nach hinten losgegangen mit dem, deswegen ist es halt blöd, wenn man so eine Prime-Icon machen würde und dann ist sie halt komplett kacke. Deswegen sind solche Videos extrem gut und ja, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Zum Beispiel eben auch zu Batshuayi hat er eins gemacht hier. Batman, der beste Stürmer in der Bundesliga, Fragezeichen. Oder zu Ferdinand, ja, Prime-Icon, dann Petit-Icon. Vor allem eben bei Icons ist das sehr, sehr gut, denn die muss man natürlich machen und die sind dann untauschbar. Also Jungs, checkt den Channel ab, Link dazu ist in der Beschreibung und Grüße gehen raus an dich, Shenya. So, als letztes Thema habe ich nochmal das Lunar New Year am Start, welches eben, wie am Anfang schon angedeutet, beim FIFA 18 Kalender am Freitag rauskommen wird. Und was ich nicht erwähnt habe bei dem Video, was ich eben gemacht habe zum Lunar New Year, dass die Packs den halben Preis haben teilweise. Es gibt Lightning Rounds, wo Packs wirklich zu 50% reduziert sind. Das ist verdammt geil. Hier zum Beispiel seht ihr Rare Gold Pack, ja. Das ist ein 25k Pack, kostet 12
1500 Münzen. Ich habe mich nämlich jetzt auch nochmal zurückerinnert und bin draufgekommen, ja klar, da waren halt auch 100 K-Packs für 50k oder 50k Packs für 25k da. Das ist verdammt geil und sowas gibt es wirklich nur zu Lunar New Year. Packs sind nur zu Lunar New Year vergünstigt, das gibt es sonst in keiner anderen Art und Weise. Hier sieht man übrigens auch noch den Pack-Glitch, ganz interessante Sache. Könnt ihr euch sicher noch erinnern, diese Leiste da unten. Und ja, FIFA-Points sind nicht halbiert, wirklich nur die Coins. Und das ist sehr, sehr interessant, ja, finde ich zumindest. Und ja, da öffnet der dann eben die 25k-Packs für 12.500 Münzen, ganz gediegen. Ich glaube, der öffnet sie sogar mit FIFA-Points, gell, ist eigentlich nicht das Intelligenteste. Aber ja, das wollte ich euch unbedingt gezeigt haben. Und die normalen Packs sind nicht reduziert, wie gesagt. Es gibt teilweise halt so Lightning-Rounds, wo eben Packs verdammt reduziert sind. Also es gibt wirklich auch 50k-Packs für 25k oder 100k-Packs für eben 50k dann. Ich zeige euch das kurz mal. Ja, hier hätte ich zum Beispiel ein 35k-Pack für 17.500 Münzen. Also da sieht man auch, dass solche Packs reduziert sind. Ja, und beim Mad HD Gamer habe ich jetzt eben noch Videomaterial gefunden zu den 100k-Packs, die man eben für 50k bekommt. Ihr seht es, Jumbo Rare Players Pack, 24 seltene Spieler für 50.000 Münzen. Sowas ist verdammt nice. Also falls ihr sowieso überlegt, irgendwie mal ein Coins Pack unbedingt zu machen oder so, wartet unbedingt noch bis Freitag und öffnet eure Packs dann eben zum Lunar New Year. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Wie gesagt, ich bin ein bisschen im Videostress, versuche noch für das Trainingslager, also für die Zeit des Trainingslagers, ein bisschen was vorzuproduzieren für euch. Ich gebe mein Bestes. Ein Video zur WM in Russland eben, also wie das Ganze in FIFA ablaufen wird, wird auf jeden Fall kommen in der Zeit. Das ist schon fertig, also das kann ich euch versichern, wird nächste Woche kommen. Und ja, Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.